Sven Lehmann, Direktkandidat der Kölner Grünen für den Kölner Südwesten. Stellen Sie sich doch bitte mal ganz kurz vor. Ja, mein Name ist Sven Lehmann, ich bin 37 Jahre alt, lebe in der Kölner Südstadt und kandidiere zum ersten Mal für den Deutschen Bundestag, und zwar im Kölner Südwesten. Das ist die südliche Innenstadt und die Stadtbezirke Lindenthal und Rodenkirchen. Wo sind Ihre politischen Schwerpunkte? Also ich möchte vor allem, dass Köln eine lebenswerte Stadt bleibt, und ich glaube, das bleibt sie nur, wenn es auch eine grüne Stadt bleibt. Das heißt, ich setze mich ein für den Erhalt des städtischen Grüns, zum Beispiel im äußeren Grüngürtel, in der Sürther Aue, weil die Menschen auch in Zukunft Luft zum Atmen brauchen. Das heißt, wir müssen raus aus der Braunkohleverstromung, die belastet vor allem die Menschen im Kölner Westen, zum Beispiel die dreckigen Kohlekraftwerke in Neurath und Niederaußem. Und ich setze mich ein für eine bessere Luftqualität, was eine Umsteuerung des Verkehrs angeht, also Ausbau der Schiene, des Busverkehrs, des Radverkehrs. Und mein zweites Herzensanliegen ist das Thema soziale Gerechtigkeit. Köln ist eine großartige Stadt, aber auch eine Stadt, wo nicht alle am Leben teilhaben können. Wir haben 20% Armutsquote. Das ist oft versteckte Armut, die sieht man nicht. Und ich setze mich dafür ein, dass gerade Kinder und Familien sozusagen bessere Lebensbedingungen bekommen und eben nicht ausgegrenzt werden. Und das ist ein Skandal in diesem Land, dass Kinder bekommen Armutsrisiko ist. Und da werde ich was gegen unternehmen im Deutschen Bundestag. Wo sind denn da so die Hebel im Bundestag, also auf Bundesebene sozusagen? Sie kommen ja sehr stark auch aus der Landespolitik, Sie sind Landesvorsitzende der NRW-Grünen auch. Sie erleben jetzt auch den Wandel sozusagen von Rot-Grün zu Schwarz-Gelb. Wenn wir mal mit der Energiepolitik anfangen, wo sind da die Hebel für den Bund, auch für das Land Nordrhein-Westfalen dann was zu tun? Also ein Hebel ist in der Tat sozusagen, die 20 dreckigsten Kohlekraftwerke in Deutschland sofort abzuschalten. Da ist im Rheinischen Revier, gibt es Kraftwerksblöcke, wie gesagt vor allem Niederaußem und Neurath, die müssen sofort vom Netz genommen werden. Die sind umweltschädlich, die sind gesundheitsschädlich, und wir müssen vor allem dann rein in eine stärkere Ausbau der erneuerbaren Energien. Wir haben als Grüne Nordrhein-Westfalen durchgesetzt, dass zum Beispiel die Windenergie massiv ausgebaut wurde, aber auch die Kraft-Wärme-Kopplung, die Energieeffizienz. Und jetzt erleben wir leider, dass Schwarz-Gelb sozusagen ideologisch gegen die Windenergie vorangeht. Da haben wir also absurde Vorschläge von Schwarz-Gelb, nämlich dass der Mindestabstand zu Windkrafträdern 1500 Meter sein muss, aber der zur Autobahn unter 100 Metern liegt. Das ist komplett ideologisch, und wir müssen einen Schub machen bei den Ausbau der erneuerbaren Energien, aber ansonsten schaffen wir die Klimaschutzziele nicht. Nochmal zurück zum Sozialen, auch da auf der Bundesebene, was würden die Grünen, und wenn Sie dann auch im Bundestag wären, was ja relativ klar ist und gesichert ist, weil Sie auch einen sehr sicheren Listenplatz haben, wie würden Sie sich da einbringen? Ich glaube, Sie haben auch das Thema armutsfeste Kindergrundsicherung, vielleicht da auch noch mal so ein bisschen in die Details. Ja, das ist mir ganz besonders wichtig, dass eben Kinder vom Staat gleich gut behandelt werden und nicht, wie es jetzt ist, dass zum Beispiel Kinder von Alleinerziehenden dem Staat weniger wert sind als zum Beispiel Kinder von Verheirateten. Und da möchte ich ran, wir wollen die gesamte Familienförderung so umstellen, dass vor allem Kinder aus Familien mit geringem Einkommen oder von Alleinerziehenden finanziell besser ausgestattet werden durch eine Kindergrundsicherung, die sozusagen höher liegt als das, was sozusagen die Eltern jetzt bekommen. Die haben nämlich teilweise nichts von Steuerfreibeträgen und so weiter. Aber das ist ja nur die eine Seite der Medaille. Die andere Seite ist, dass es gute soziale Angebote auch in der Stadt gibt. Und da müssen wir mehr investieren in gute Kitas, in gute Schulen, aber vor allem auch in soziale Angebote. Also ich sag mal, hier gerade in Köln, da gibt es Viertel, wenn es da nicht so eine gute Jugendarbeit und gute Sozialarbeit gäbe, dann würden diese Viertel weiter auseinanderfallen. Und deswegen ist mir ganz besonders wichtig, denen Danke zu sagen und eine Wertschätzung zu geben, die täglich auch den Laden zusammenhalten. Das sind die Schulsozialarbeiter, die Sozialarbeiter, die Jugendarbeiter. Und da müssen wir auf Bundesebene Programme ausbauen und stärken, die genau diese wichtigen Berufsgruppen auch in den Blick nehmen, besser bezahlen und ausbauen. Katharina Dröge ist im Bundestag, auch nach Landesliste Nordrhein-Westfalen auch sicher, wahrscheinlich auch im nächsten Bundestag vertreten. Sie rücken, ich nenne das jetzt einfach mal so ein bisschen despektierlich, für Volker Beck eigentlich so ein bisschen nach mit dem vierten Platz auf der Landesliste. Der hinterlässt ja erstmal große Fußstapfen auch. Ist das besonderer Ansporn? Haben Sie sich auch mit Volker Beck mal ausgetauscht über seine Bundestagsarbeit? Also, weil Sie ja neu sind sozusagen dann auch, wie stellt man sich sowas vor?
Ja, ich bin neuer Kandidat für Köln und freue mich sehr, dass hier die Kölner Grünen, aber auch die nordrhein-westfälischen Grünen mir so ein starkes Ergebnis gegeben haben, dann auch in den Bundestag einzuziehen, weil ich einen sehr guten Listenplatz habe. Da freue ich mich drüber. Ich finde es auch immer gut, dass es einen Wechsel gibt sozusagen oder eine gute Mischung gibt zwischen Erfahrung und Erneuerung. Und ich bin natürlich Volker Beck sehr, sehr dankbar für die 23 Jahre, die er im Bundestag auch unglaublich viel für die Grünen geleistet hat. Jetzt erst kürzlich mit dem Beschluss zur Ehe für alle. Da bin ich ihm auch persönlich dankbar für, weil das bedeuten kann, dass ich dann künftig vielleicht meinen Mann heiraten kann, wenn ich das möchte. Und von daher verbindet uns da gerade, was dieses Thema Lesben, Schwulen und Transpolitik angeht, sehr, sehr viel. Und jetzt kommt was Neues und da freue ich mich drauf, dann als neuer Abgeordneter für Köln im Bundestag zu sitzen. Das ist aber, glaube ich, auch nicht nur ein persönliches Thema für Sie, sondern auch ein politisches Thema, Gleichstellung. Ja, Köln ist eine sehr, sehr bunte Stadt. Wir haben es jetzt wieder erlebt beim Christopher Street Day vor einiger Zeit, dass wenn die Stadt sozusagen einlädt zu einem Fest, wo Vielfalt, wo Akzeptanz, wo gleiche Rechte sowohl gefeiert werden, als auch dafür gekämpft wird, was in dieser Stadt auch los ist, ja, positiverweise. Und mit dem Beschluss für Ehe für alle ist ja längst nicht alles erreicht. Wir haben die rechtliche Gleichstellung, aber was jetzt kommt, ist wirklich die gesellschaftliche Akzeptanz und gleiche Würde. Und da gibt es sehr viel zu tun. Es gibt hier in Köln, gibt es großartige Angebote, wie zum Beispiel das Beratungszentrum Rubicon, es gibt das Jugendzentrum Anyway, es gibt tolle Projekte, zum Beispiel zum Schutz und zum Einsatz für queere Geflüchtete. Und da werde ich mich im Bundestag für stark machen, dass genau diese Arbeit stärker unterstützt wird und dass wir einen nationalen Aktionsplan.